Rund um das Krankenhaus im Norden Dachaus sind gerade nur wenige Rettungswagen einsatzbereit. Marie und Martin wurden vorsorglich zur Gebietsabsicherung hergeschickt. Doch noch ist alles ruhig. Roman's nice. Ist sehr lässig, oder? Roman's nice, wegschluzen auf der Einfahrt. Mundschutz runter oder so. Ach, ganz schlecht geht's uns nicht, gell? Mit der Sonne und der Musik. Auch an die Mund- und Nasenbedeckung haben sich die beiden inzwischen gewöhnt. Anders als die Stuttgarter Kollegen müssen Marie und Martin sie im Dienst immer tragen. Eine richtige Schutzmaske allerdings nur bei Corona-Verdachtsfällen. Mama! Das ist geil, gell? Ja, super. Das ist richtig. Oh, das ist so schön. Das laue Lüftchen. Das sind die besten Momente, oder? Ja. Doch auch die besten Momente finden ein jähes Ende, wenn der nächste Alarm eingeht. Die Leitstelle meldet sich mit einem besorgniserregenden Notruf. Dachauer Straße in Karlsfeld. Nee, nicht. Jawohl, weiter geht's für Sie in Dachau zum Notfall. Ich schick's durch. Herz-Kreislauf, Schillerstraße 35. Oh, weiblich 13. Weiblich 13? Oh Gott. Die 13 steht für das Alter der Patientin. Es handelt sich also noch um ein Kind. Ist eher unüblich. Also unsere Patienten sind oft eher 60 plus. Deswegen dürfen wir uns da auf was ganz Neues einstellen. Hinter Herz-Kreislauf-Problemen kann sich vieles verbergen, bis hin zur Wiederbelebung. Nur 3 Minuten nach Eingang des Notrufs treffen Marie und Martin am Einsatzort ein. Hallo. Hallo. Uns hat der Vater die Tür geöffnet, hat uns gleich zu seiner Tochter gebracht. Die saß noch mit nassen Haaren auf dem Sofa. Hi. Grüß dich. Grüß dich. Hi. Ich bin die Marie. Du bist? Eileen. Eileen, freut mich, dich kennenzulernen. Freut mich auch. Um was geht's bei dir? Erzähl mal. Ich bin aus der Bade von da rausgekommen. Ja. Und dann wollte ich hin zu meinem Papa und dann war mir zu schwindig und ich hab nichts mehr gesehen. Ihr Vater hat sie bewusstlos am Boden gefunden. Doch was ist die Ursache? Die junge Patientin steht unter Schock. So was ist dir noch nie passiert? Also wir haben beide den Schock unseres Lebens und haben uns auch ausgeweint. Ja, das ist sehr gut. Gemeinsam ausweinen ist das Allerbeste. Der erste, zweite Satz vom Vater war dann, das war ganz schön aufregend. Wir mussten uns erstmal zusammen ausweinen. Das war wirklich süß. So, das ist jetzt mal Blutdruck, gell? Und hast du irgendwelche Krankheiten oder nimmst du Medikamente? Tut dir jetzt irgendwas weh? Kopfschmerzen. Kopfschmerzen hast du. Hast du dir denn wehgetan? Der Papa war ja dabei. Ist er, ich habe nichts gehört. Ich habe auch zu ihr gesagt, du bist mit dem Kopf irgendwann dagegen gestoßen oder so. Ich habe gesagt, nee, sie ist nur angeschlafen. Das war auch relativ warm. Eileen, darf ich mal deinen Kopf ein bisschen anschauen? Der ist jetzt nass, gell? Das tut alles nicht weh, gell? Wenn ich hier hindrücke und ich klopfe einmal schon mal. Das ist alles okay, oder? Das Gefühl in den Beinen ist auch gleich. Nach einem ersten Check auf Verletzungen misst Marie den Blutdruck der 13-Jährigen. Der Blutdruck ist astrein, Aileen. Mit Daumen. Das ist schon mal wichtig. Nachdem Marie festgestellt hat, dass wir da keine lebenskritische Situation vorgefunden haben, konnten wir weiter in die tiefere Befragung gehen. Sonst hast du deine Tage zurzeit oder sowas? Oh ja, meine Fresse, das macht was aus, sag ich dir. Ich glaube, das ist eine Mischung aus allem. Also wenn ich eine halbe Stunde in der Badewanne sitze und das zu schnell mache und mich gut durchkoche, dann bin ich auch erstmal überhaupt nicht zu gebrauchen. Und wenn ich meine Tage habe, dann kannst du mich sowieso eine Woche lang wegschmeißen. Ich glaube, grundsätzlich war das Problem eher, dass sie einfach sehr lange in der Badewanne war, schnell aufgestanden ist und dass das Blut so in die Beine sozusagen dann wieder versackt ist. Und deswegen kam dann dieser Kollaps zustande. Sie hat sich zum Glück deswegen nicht wehgetan. Gerade wenn man in deinem Alter ist, da bauen sich die Hormone mega um. Da ist alles durcheinander. Also meine kleine Schwester, die ist selber reihenweise umgekippt, als sie in deinem Alter war. Die habe ich dann dauernd vom Badezimmerboden wieder aufgeräumt. Man hat der Patientin angesehen, dass hier die Situation sehr, sehr unangenehm war. Und deswegen habe ich probiert, so ein bisschen Vertrauen aufzubauen. Habe von mir selber was erzählt, habe das probiert zu normalisieren. So verstörend der Zwischenfall für Aileen war, Maries Anteilnahme scheint zu helfen. Wichtig wäre, dass ihr euch heute gegenseitig im Blick habt. Ja, genau.
und richtig viel trinken. Ich rede jetzt nicht von Druckbetankung, nee, nee, aber das hat sie schon, das viel trinken, so leichte Bewegung, was essen. Eileen, ist es denn für dich in Ordnung, wenn wir dich hier lassen würden? Ja, bist du zufrieden mit der Antwort? Also mir passt die wunderbar. Das wäre jetzt so das Nächste. Muss man nämlich noch einen Chef immer fragen. Okay, top. Dann ist das jetzt der Deal und ich mache ein bisschen mein Büro. Und meine Beine müssen jetzt wieder wach werden. Oh. Gott, ich werde alt. Jetzt ist auch das Blut versagt. Aline, jetzt lege ich gleich bei dir auf der Couch. Vielen Dank. Kein Problem. Der Schreck sitzt immer noch tief bei Vater und Tochter. Das war das Schlimmste, was ich mit ihr erlebt habe. Ich glaube, sie hat es auch noch nicht so ganz verkraftet. Eine Viertelstunde nach ihrem Eintreffen ziehen sich die Rettungskräfte wieder zurück. Lebensgefahr besteht zum Glück nicht. Dennoch erfordern Fälle wie dieser besonderes Fingerspitzengefühl. Also ich bin froh, dass es der Patientin jetzt besser geht. Gleichzeitig, wenn es um Einsätze mit Kindern geht, sind andere Regeln zu beachten. Das ist eine andere Kommunikation. Da darf man auch medizinisch auf mehr Sachen achten. Ich habe das Gefühl, ich habe eher einen guten Draht, würde ich sagen, zu Kindern. Also ich habe da jetzt kein Bauchweh, wenn ich auf so einen Einsatz fahre. Mit 24 Jahren hat Marie viel Erfahrung. Mit 22 war sie bereits jüngste stellvertretende Wachleiterin im Kreisverband Dachau. Inzwischen hat sie so gut wie alles erlebt. Nur an eines kann sie sich bis heute nicht so recht gewöhnen, an die Tasse Kaffee zwischendurch. Weil die Marie, wenn die Koffein trinkt, mega aufgedreht ist. Ist ja anstrengend. Ich trinke nie Kaffee, brauche ich nicht. Wenn ich da mal Koffein abkriege, das ist so der Tag, da läuft gut alles ab. Auf Kaffee verzichtet Marie lieber. Den einen oder anderen Vitaminstoß nehmen sie und Martin dagegen gerne an. Wir müssen sagen, dass wir natürlich in der Anfangsphase von Corona sehr viel Zuneigung und Wertschätzung erfahren haben. Und da haben wir Ingwer-Shots, wir haben lokal viel Obst bekommen. Das geht eigentlich gut auf. Alles, was man hier auf den Tisch stehen lässt, verschwindet irgendwann. Die Theorie ist, auf einer Rettungswache kann man 500-Euro-Scheine, na, die gibt's gar nicht mehr, gell? Aber also man könnte 500 Euro liegen lassen und die werden nicht geklaut. Essen, das nicht beschriftet ist, das ist wirklich in Gefahr. Also Essen verschwindet immer. Ein ungeschriebenes Gesetz auf der Rettungswache Dachau. Dreckiges Geschirr wird dagegen wie überall schon mal stehen gelassen. Wachleiter Martin geht daher mit gutem Beispiel voran, zumindest auf der Arbeit. Das dürfte nicht meiner Frau zeigen, dass ich das kann. Die schickt mir mal YouTube-Videos. Die rühre mich richtig die Spülmaschine an. Zack. Oh Mann! Nein! Aber ich muss doch hier sein. Die Lebensretter sind gerade erst zurück von einem Einsatz. Wo ist die Marie? In diesem Fall reicht die Zeit kaum, um auf die Toilette zu gehen. Ich musste noch pieseln. Was machen wir? Ihr Bewusstsein, vitale Bedrohung. Ein Mann ist bewusstlos und schwebt in Lebensgefahr. Die Leitstelle schickt gleichzeitig den Notarzt mit. Das bedeutet, dass vermutlich ein Patient wirklich in Lebensgefahr ist. Deswegen schauen wir, dass wir so schnell wie möglich am Einsatzort sind und bereiten uns auf das Schlimmste vor. Martin fährt mit Sirene und Blaulicht. Doch das scheint manche Autofahrer nicht zu interessieren. Ziemlich nicht wahr. Was tun die denn? Ja. Was ist das? Also solche Kennzeichen, die gehören eigentlich aufgeschrieben und angezeigt. Echt, ohne Quatsch. Ich meine, wir haben das Presslufthorn an. Ich glaube, man hört uns ganz, ganz deutlich. Und zwar noch in Dachau Ost hört man uns gerade. Also Autofahrer 6 Sätzen, Punkt. Also die nächste rein. Trotz der Verkehrsbehinderung erreichen die Einsatzkräfte den Einsatzort in nur 8 Minuten. Das ist das Haus, aber doch, da hier kommt, da ist ein Eingang. Wir suchen. 6, das passt nicht. So, dann ist doch noch eine weiter. Das war, hat schon gepasst vom Ding. Ah. Jetzt sind wir noch weiter.
Am Einsatzort haben wir dann alle unsere Gerätschaften mitgenommen. Absauge, EKG, Sauerstoffrucksack, Kreislaufrucksack. Weil wenn es brennt, benötigen wir alles. Hi, bei dir? Auch die Notärztin ist bereits eingetroffen. Wie immer klären die Rettungskräfte zu Beginn das Corona-Risiko ab. Jemand erkältet, krank, irgendwas? Nicht, dass ich wüsste. Mein Vater, der hat einen Sprunggelenksbruch gehabt. Okay. Schieben wir hier raus. Das allererste, was ich wahrgenommen habe, ist den Patienten in diesem kleinen Raum im Rollstuhl zusammengesackt. Deswegen habe ich mich entschieden, den nächstgrößeren Raum zu nehmen, Material abzusetzen und dann den Patienten dahin zu bringen, dass wir eine große Arbeitsfläche haben. Wo? Hier? Ja, geh rüber. Wir schieben ihn rüber. Wir reanimieren ihn rüber. Halt du ihn? Baust du uns eine Reanimation auf? Wir bauen uns eine Reanimation auf. Der Mann ist ohnmächtig. Er hat kaum noch Puls. Es geht um Leben und Tod. Vor. Leg mal ihn hin, oder? Herzblick. Radikat. Ich hab die Füße. Hilfst du dem Martin? Wir gehen runter auf den Boden. Willst du ihn im Rautek nehmen? Warte. Laura zieht weg. Jawohl. Und ab. Eingenässt, positiv. Wir haben ihn auf den Boden gelegt und haben uns dann außenrum positioniert und die verschiedenen Bereiche eingenommen. Martin, machst du den Atemweg? Ja. Laura, schließt du das EKG an? Defi-Elektroden als erstes? Gleich auf Defi-Elektroden. Definitiv. Dankeschön. Beatmungsbeutel gebe ich dir, oder? Ja, genau. Wie lange der Mann schon ohne Bewusstsein ist, ist unbekannt. Sein Sohn hat ihn bereits so aufgefunden. Na ja, Schock. Also man steht halt neben sich, wenn man reinkommt und der Vater ist nicht ansprechbar. Und der Zustand des 73-Jährigen verschlechtert sich zusehends. Der Sauerstoffgehalt des Blutes ist extrem niedrig. Das heißt, wir brauchen noch die Ableitung dazu. Danke dir. Gibst du mir die Blutdruckmanschette bitte aus dem EKG? Letztendlich haben wir den Zungengrund angehoben und mit einem Beatmungsbeutel die Atmung unterstützt und vertieft. Doch nach wie vor kann es jeden Moment zu einem Herzstillstand kommen. Die Retter versuchen alles, um den Mann so weit zu stabilisieren, dass sie den Transport in eine Klinik wagen können. Wir haben einen intubationspflichtigen Patienten, Ausdruck ICB, das heißt, wir brauchen ein Haus mit Neurochirurgie. Neben dem EKG zur Messung der Herzfrequenz schließen die Rettungskräfte auch einen Defibrillator an. Im Notfall müssen sie den Herzschlag durch Stromstöße normalisieren. Holst du mir das mobile Pulsoxy raus, Laura? Also das 12-Kanal-EKG ist um die Defi-Elektroden herumgeklebt. Achtung, Patienten nicht berühren, 12-Kanal-EKG. Nee, nicht angeschlossen. Umso kritischer so ein Einsatz wird, umso mehr gehen wir in ganz feste Strukturen im Rettungsdienst. Und in dem Fall ist es auch immer so, dass es einen Teamleader, so nennen wir das, gibt. Und bei dem laufen alle Informationen zusammen und der delegiert die Aufgaben. Das war jetzt so in dem Fall ein bisschen fließend zwischen uns beiden. Kommen wir hier mit der Feuerwehr raus? Oder mit dem Spineboard und Tragen? Spineboard und Tragen. Magst du so was? Das wäre der Hammer. Noch immer ist unklar, warum der Mann ohnmächtig wurde. Der Patient hat verschiedene Anzeichen von möglichen Ursachen gezeigt. Die Pupillen waren beide sehr eng, Stecknadelkopf groß. Das kann auch auf eine Opiatintoxikation hindeuten, eine Überdosierung von verschriebenen Mitteln. Deswegen haben wir den Versuch auch unternommen, da einen Blocker einzusetzen. Das hat aber nicht geholfen. Kommt nichts an. Fieberhaft suchen die Helfer nach dem richtigen Mittel. Jede Sekunde zählt. Kommt nichts an. Kommt gleich. Bestimmt. Sie ist auf eine 10er Spritze auf und mit Arzt. Den Helfern läuft die Zeit davon. Versuch für Nakanti, warte kurz. Ein Versuch für Nakanti könnten wir machen. Also, was er nehmen muss jetzt, oder? Ja, hat er irgendein Opiat? Ja, Marie. Hier. Das Problem bei dem Patienten war, weil er bewusstlos war, konnten wir nicht so viel erfahren. Der Sohn wusste, dass er krank ist und wegen was.
er Medikamente nimmt, aber nicht was genau. Und das war natürlich sehr interessant für uns, weil wir nicht wussten, warum er so bewusstlos ist. Mehr als 4 Minuten kämpfen die Rettungskräfte bereits um das Leben des Mannes. Dann plötzlich. Hallo? Jawohl. Hallo? Das ist eigentlich ein tolles Gefühl, wenn wir sehen, dass der Patient wieder zu sich kommt und unsere Maßnahmen helfen. Schön atmen. Sättigung. Selber Luft holen, Schein. Genau, die Hände noch mal unten lassen. Sehr simpel. Was ist denn passiert, wissen Sie das? Was passiert ist? Haben Sie was genommen? Keine Medikamente. Haben Sie ein Schmerzpflaster, was Sie nehmen? Die Ursache, warum er bewusstlos war, können wir bis jetzt nicht so ganz sagen. Wir haben so einen Bereich, den das wahrscheinlich betroffen hat. Die Ursache richtig findet dann das Krankenhaus raus. Wir können halt nur mit dem arbeiten, was wir vor Ort sehen und messen und all sowas. Drücken Sie mal die Zunge raus. Ja, schon möglicher Biss. Auch da. Und er ist nicht ans Telefon. Sie sind der Sohn, das habe ich richtig verstanden. Ich bin reingekommen, ich habe einen Schlüssel. Sie wollten ihn generell besuchen oder hat er sich nicht gemeldet? Zum Essen, also zum Abendessen. Ich habe einen Stück Arbeit ausgehabt und gesagt, ich komme vorbei, mach mal Grundzettel. Dann kam ich rein und dann waren Kartoffeln am Kochen und er lag. Das haben Sie schon ausgemacht, gell? Okay, wann haben Sie das letzte Mal mit ihm geredet? Gestern Abend. Gestern Abend. Wie verkocht sind denn diese Kartoffeln? Okay, dann ist das noch nicht lange. Manchmal müssen die Rettungskräfte auch Ermittlungsarbeit leisten. Denn die Dauer der Bewusstlosigkeit ist eine wichtige Information für die Ärzte im Krankenhaus. Dorthin müssen die Lebensretter ihren Patienten jetzt so schnell wie möglich bringen. Sein Zustand ist alles andere als stabil. Werden sie die Klinik rechtzeitig erreichen? Wir legen sie jetzt auf ein Tuch, gell? Das ist aus so ganz kalter Plane gemacht. Mit dem Bergetuch wollen die Retter den Mann sicher die enge Treppe hinunterbringen. Währenddessen geht das Rätselraten über die Ursache des Zusammenbruchs weiter. Was wir jetzt noch nicht wissen, ob er aufgeklärt ist wegen Narkanti oder wegen dem Sauerstoff. Oder? Das war zu langsam. Was halt jetzt bei mir im Hintergrund ist, wir haben diesen Krampfanfall. Die Epilepsie ist nicht bekannt. Ob wir nicht eventuell, wenn wir eine Blutung haben, ob wir da nicht irgendwie gerade im Freien sind. Den Beatmungsbeutel schmeißt man einfach zwischen die Füße, dann haben wir ihn dabei. Entweder hatte der Patient einen Krampfanfall und wurde dann Stück für Stück wacher. Oder er hat eine aktive Blutung im Hirn, die sich in einem, wir nennen das, freien Intervall befindet. Das heißt, die Blutung passiert, dem Patienten geht es sehr schlecht. Und dann blutet es ganz langsam im Hirn. Und dem Patienten geht es so ein bisschen besser. Aber sobald sich der Druck durch die Blutung im Hirn erhöht, geht es dem Patienten wieder sehr schlecht. Dieser Zeitraum, wo es ihm besser geht, ist das freie Intervall. Auf 3, Kopf sagt an. 1, 2, 3. Okay. Geht bei dir mal richtig? Ja. Mal gucken, ob ich absetzen muss. Ich gehe als Erster. Normalerweise bin ich immer in der Mitte, der Dicke. Auf die Feuerwehr können Sie in diesem Fall verzichten. Durch das zusätzliche Notarzt-Einsatzfahrzeug sind genügend helfende Hände vor Ort. Wir haben den Patienten mit unserem Bergetuch runtergetragen. Das war gut, dass wir Hilfe hatten, weil das Treppenhaus war ziemlich eng und das ist schon immer wieder eine anstrengende Situation. Während des Transports behalten Marie und die Notärztin die ganze Zeit die Werte des Mannes im Auge. Schau dir mal an. Ist überhaupt nicht da, der blutet. Der blutet oder ist maximal postiktisch. Neben einer Hirnblutung können die Lebensretter auch eine Sepsis, sprich eine Blutvergiftung, nicht ausschließen. Die Notärztin erhofft sich vom Sohn des Patienten weitere Hinweise. Und der kommt ja erst aus dem Krankenhaus. Der war jetzt 3 Wochen auf Reha. Das ist halt geistig auch ein bisschen abgenommen seitdem. Und ich weiß nicht, was die ihm da im Krankenhaus für Medikamente gegeben haben. Ob das vielleicht auch so Neuroleptika waren, keine Ahnung. Also macht schon so einen Eindruck, als hätte er irgendwie, ja, so Psychopharmaka bekommen, keine Ahnung. Der 73-Jährige hat zuletzt stark abgebaut. Für seinen Sohn Michael ist das nicht leicht. Der kann so auch nicht alleine leben. Ich meine, gestern ist mein Onkel gekommen, weil er aus dem Rollstuhl gefallen ist und nicht mehr hochgekommen ist. Heute das. Den muss man jetzt erst mal selber
klarkommen, keine Ahnung. Michael Simper darf wegen der Corona-Beschränkungen nicht mit ins Krankenhaus fahren. Doch mit seinem heutigen Besuch hat er seinem Vater vermutlich das Leben gerettet. Auf dem Weg in die Klinik versucht Marie, mehr über den Zustand des Patienten herauszufinden. Können Sie mir sagen, was für einen Tag wir heute haben? Samstag, okay. Und welchen Monat haben wir? August. Es ist Mittwoch, der 6. Mai. Der Patient hat offenbar sein Zeitgefühl verloren. Und welches Jahr haben wir gerade? Das Jahr 2020? Ja, das ist richtig. Also so eine, er hat gesagt, August 2020, Samstag. Das geht aber aus dem Reha auch schon raus. Vor kurzem war der Mann in Reha nach einem offenen Bruch des Fußgelenks. Dort sind bereits ähnliche Probleme aufgefallen. Doch auch eine Hirnblutung ist nach wie vor nicht auszuschließen. Der Mann muss deshalb schnellstmöglich in eine Spezialklinik. Jetzt fahren wir ins... Jetzt fahren wir ins Krankenhaus nach Bogenhausen. Nach Bogenhausen. Ach so, Entschuldigung. Weil wir vermuten, dass sie ein Problem haben im Kopf. Gell? Und die sind neurochirurgisch sehr, sehr gut. Wenn Patienten ein neurologisches Geschehen haben, das heißt, es ging ihnen einfach sehr schlecht, sie sind vom Kopf sehr eingeschränkt und werden dann wieder wacher, dann sind die Patienten sehr agitiert, wehren sich oft, auch wenn wir ihnen was Gutes tun wollen. Und die verstehen oft die Situation nicht, die Dringlichkeit. Bei diesem Einsatz ging es um Sekunden. Hätte der Sohn den Notruf nur wenig später abgesetzt, wäre der Mann jetzt wohl schon tot. Sie waren am Sterben, gell, Herr Simperl? Das ist mein voller Ernst. Ich will Ihnen das eigentlich gar nicht so harsch sagen, aber deswegen ist der Sanker gekommen und Ihr Sohn hat mit Recht angerufen. Ich glaube, Ihr Sohn hat Ihnen ehrlich gesagt Ihr Leben gerettet. Sie haben nicht geatmet und Ihr Herz war gerade dabei zu versagen. Klare Worte, die die Rettungsassistentin ihrem Patienten nicht ersparen kann. Man darf schon mit vielen Patienten auch einfach vorsichtig umgehen. In den meisten Fällen ist die Wahrheit aber wichtig und sehr ernüchternd. Die Rettungskräfte haben die Klinik vor ihrem Eintreffen über den rätselhaften Patienten informiert. An der Notaufnahme kann er daher ohne Zeitverlust übernommen werden. Als wir am Krankenhaus Bogenhausen angekommen sind, konnten wir eine schnelle Übergabe machen und haben den Patienten im Akutbereich abgegeben. Wie sich dort zeigt, hat der Patient keine Hirnblutung. Die Ursache der Bewusstlosigkeit ist tatsächlich eine Blutvergiftung, ausgelöst durch den schlecht verheilten Bruch des Sprunggelenks. Der Mann wird medikamentös behandelt. Es geht ihm inzwischen besser. Doch er wird wohl 3 bis 4 Monate im Krankenhaus bleiben müssen. Marie packt ein. Marie packt ein. Wenden in 8 Zügen. Sehen Sie hier, wie sie das neue NEF geschrottet hat. Das Einparken des 6,5 Meter langen Fahrzeugs will gelernt sein. Erst recht unter den kritischen Blicken der Kollegen. Der Fabi schüttelt den Kopf so schief, stehe ich wohl schon. Doch Marie hat gerade ganz andere Sorgen. Sie hat ihre Süßigkeiten liegen lassen. Riskant auf dieser Wache. Ist die Bueno-Packung leer? Er holt schon eine neue. Ja, will ich hoffen für den Ole. Statt eines leckeren Schokoriegels wartet auf die beiden Lebensretter also nur lästiger Papierkram. Also wir heften jetzt die Transportbelege für die Einsätze ab. Die werden hier zentral gesammelt und falls Nachfragen kommen, schicken wir das dann an die Kassen. Das gehört mit zu den Aufgaben, dass wir die Einsätze dokumentieren. Ja, die Abrechnung fertig machen und das Ganze dann hier zentral sammeln. Und es geht weiter. Kurz nach 21 Uhr. Der nächste Alarm für Marie und Martin. Dies ist bereits ihr 5. Einsatz heute. Und der hat es in sich. 900 Züge. Oh nein. Ein psychiatrischer Notfall. Und der Name des Patienten kommt Marie sehr bekannt vor. Oh. Nein! Nein!
Der nächste Einsatz war mit einem ganz guten Bekannten. Ich habe die Einsatzadresse sofort erkannt und den Namen. Wir haben auch gedacht, er ist auf jeden Fall wieder da. Alles klar. Es handelt sich um einen suchtkranken Mann. Ganze 11 Mal war Marie schon bei ihm. Für Martin ist es heute allerdings das erste Mal. Du kennst ihn nicht? Nein. Also, pass auf, wohnt hier gleich um die Ecke sozusagen. Alkoholiker. Okay. Er ruft immer an, weil er tablettensüchtig ist, vor allem nach Lorazepam. Mhm. Möchte dann immer Tabor haben. Und wenn er merkt, weil natürlich nie ihm irgendjemand irgendein Tabor gibt, dann sagt er, er möchte jetzt zum Entzug. Auch wenn der Patient kein Unbekannter ist, müssen die Rettungskräfte auf der Hut sein. Denn gerade Suchtpatienten sind oft unberechenbar. Wenn wir uns auf so einen Einsatz vorbereiten, laufen natürlich alle möglichen Bilder im Kopf schon ab, kommen irgendwelche Ankündigungen, zum Beispiel Selbstmord, um uns in eine Zwangshandlung zu bringen. Deswegen haben wir von Anfang an eine Gesprächsstrategie. Die Gesprächsstrategie war natürlich, dass wir auf Augenhöhe gehen, dass wir uns hinsetzen und dass wir uns erstmal anhören, was eigentlich der Wunsch ist, den der Patient verspürt oder das Problem. Es ist manchmal nicht ganz klar erkennbar, was es eigentlich ist. Und da mussten wir mal rausfinden, wo der Schuh eigentlich wirklich drückt. Vorausgesetzt, der Patient ist überhaupt ansprechbar. Das ist zum Glück der Fall. Er erwartet die Rettungskräfte bereits. Ein akuter medizinischer Notfall scheint auf den ersten Blick nicht vorzuliegen. Dass es sich um einen sozialen Notfall handelt, ist dagegen offensichtlich. Der Mann ist seit Jahren schwer alkoholabhängig. Als der Patient die Tür aufgemacht hat, war schon klar, der Patient ist wieder stark alkoholisiert. Hey, voll cool, dass Sie sich Mundschutz aufsetzen. Des Weiteren habe ich neben mir dann, als ich mich hingesetzt habe, so circa 7, 8 Wodkaflaschen gesehen, die alle leer waren. Die Lebensretter sind besorgt. Bei solchen Mengen drohen schwerste gesundheitliche Konsequenzen. Sich den Rettungsdienst. Problem ist, ich bin Alkoholiker. Ich habe so 3 Entziehungskuren gehabt. Und im Sensor, meine Flaschen. Was ist auf? Den ganzen Tag. Und ich will hier runter vom Alkohol. Okay. Also Sie wollen die KBO? Ich hab schon Anrufe. Aber die haben momentan keinen Platz. Mhm. Ja, da kommt, wenn die keinen Platz haben, kommen sie nicht rein. Sie haben jetzt auch akut. Nein, aber sie müssen das. Wie soll man das schaffen? Wir unterscheiden im Rettungsdienst 2 Möglichkeiten. Das ist einmal der Entzug, das ist eine psychiatrische Begleitung, danach wieder ins Leben zu finden und die Entgiftung. Die Entgiftung findet statt, wenn der Körper so gesättigt ist mit dem Giftstoff Alkohol oder diverse andere Drogen, dass körperliche Erscheinungen beim Entzug eintreten. Und das Ganze muss in einem Krankenhaus unter ärztlicher Aufsicht passieren. Und um Entzug zu machen, muss man schon bestimmte Kriterien erfüllen. Also um den Entzug zu machen, muss man schon anfangen, nüchterner zu werden oder ganz nüchtern sein. Aber der trinkt schon seit Jahren und so viel und mit Fleiß. Der braucht wahrscheinlich 2 Tage, bis er auf Null ist. Also ein Entzug geht nur, wenn man nüchtern ist, das wissen Sie ja. Was kann jetzt der Rettungsdienst für Sie jetzt tun? Vielleicht. Also wir kriegen. Also Platz kriegen wir da nicht. Nein, ist nicht. Das ist blöd. Die Einrichtungen, die solche Entwöhnungen durchführen, sind sehr hochfrequentiert. Und es ist wirklich problematisch, da zeitnah einen Platz zu bekommen. Und das Ganze muss auch relativ geordnet funktionieren und funktioniert leider nicht, wenn man anruft und sagt, man möchte das jetzt haben. Viele Süchtige haben so diesen einen Moment, wo sie den Antrieb haben, einen Entzug oder eine Entgiftung zu machen und wollen dann in genau dem Moment auch den Entzug machen und rufen den Rettungsdienst. Das ist meist nicht möglich. Trotzdem versuchen die Rettungskräfte, den Mann so gut es geht zu unterstützen. Wer ist denn der Hausarzt? Das wäre der beste Schritt, wenn der Ihnen morgen da einen Termin macht. Und dann lassen Sie ihn das organisieren. Das funktioniert besser. Wir müssen es jetzt dann aufhören mit Trinken, dass der Promillewert morgen nicht so hoch ist. Weil also ein Problem ist auch immer, wenn der Promillewert so hoch ist mit der Aufnahme. Weil sonst sieht man die Lia.
Genau, und Sie brauchen eine. Sie brauchen eine Entgiftung. Warum haben Sie dann in der KBO angerufen, wegen einem Platz? Ja, aber ist halt schlecht. Wegen Corona-Ding. Ja. Rund 1,7 Millionen Menschen in Deutschland gelten als alkoholkrank. Mehr als 70.000 sterben jedes Jahr daran. Die häusliche Isolation in der Corona-Krise hat für viele die Situation noch einmal schlimmer gemacht. Alle Menschen verflucht in Alkohol. Richtig. Ja, verflucht in Alkohol. Ich tue immer reduzieren. Machen Sie das weiter. Ja. Da sind Sie auf dem besten Weg. Wir können Ihnen jetzt leider da akut nicht helfen. Rettungskräfte sind keine Suchthelfer. Doch der menschliche Zuspruch hat dem Mann gut getan. Alkohol zerstört alles. Der Alkohol ist ein Lösungsmittel, aber das löst alles. Das löst Beziehung. Das löst alles. Ja? Und ich kann bloß jedem sagen, lass die Finger weg vom Alkohol. Haben Sie vollkommen recht. Ich habe einen Fehler gemacht, ja, und ich muss es ausbauen. Und ich hoffe bloß für andere Leute, dass lass die Finger weg. Der Herr ist, würde ich sagen, der selbstreflektierteste Alkoholiker, den ich kenne. Das fängt schleichend an, ja. Zuerst trinkt man mal ein halbes Bier zum Schweinsbraten oder was, ja. Und dann bin ich arbeitslos geworden. Ja, genau. Und dann bin ich voll reingefallen. Und der weiß auch den Punkt, wo es angefangen hat. Das ist total krass bei dem. Er kommt nur nicht mal raus. Ja. Der hat 4 Promille und kann uns gerade die Tür öffnen. Da wäre ich tot. Ich wäre bei 2 Promille tot. Gehen Sie morgen zum Hausarzt, das ist der richtige Mann dafür. Der betreut Sie, der organisiert das alles. Das ist seine Aufgabe. Auf Wiedersehen, dann ziehen wir uns zurück. Alkohol ist der Teufel. Bei akuter Lebensgefahr können die Rettungskräfte helfen. Wenn der Tod schleichend kommt, sind sie oft machtlos. Eine belastende Situation. Ich hatte mir fast schon Sorgen um ihn gemacht. Er hat schon lange nicht mehr angerufen. Kommt immer wieder. Ich glaube, wenn man eine Sucht hat oder irgendwelche Süchte und jetzt mit dem Coronavirus, ich glaube, das ist besonders hart, ehrlich gesagt. Man viel zu Hause sitzt alleine. Allein ich für mich habe ihn schon 11 Mal zum Entzug gefahren. Nur ich. Und wir haben viele Mitarbeiter und viele Rettungswagen. Und es fahren sicher nicht nur die Dachauer dahin. Generell ist das eigentlich soziale Arbeit, die da passieren muss. Da muss sich jeder selber an die Nase packen und was für seinen Nachbarn, für seinen Vater, für seinen Bruder tun. Das können nicht Angehörige alleine oder so stemmen. Es geht nur darum, dass das gesamte soziale Gefüge sozusagen, das ist das, was es noch retten kann. Weil das Gesundheitssystem ist vollkommen am Limit mit so jemandem. Die Lebensretter leisten viel für ihre Patienten. Angehörige und soziale Kontakte können sie nicht ersetzen. Bleibt zu hoffen, dass der Mann schnell einen Platz in einer Entzugsklinik findet. So sehr Marie und Martin das Schicksal des Mannes bewegt, so wichtig ist es für sie, belastende Erlebnisse nicht mit nach Hause zu nehmen. Für heute ist ihre Schicht zu Ende. Oh, jetzt reicht's dann auch, ne? Ja. Kleine Feierabendrituale helfen den beiden dabei, die Arbeit wirklich hinter sich zu lassen. Wir quatschen jetzt noch ein bisschen, lassen den Abend ausklingen und lassen die Schicht ein bisschen sacken. Und dann, genau, können wir da abschließen. Den Kopf frei zu kriegen ist wichtig. Denn morgen warten schon wieder neue Patienten auf die beiden Lebensretter aus Dachau.